ist und damit Dienstag, die Zeit 1:01:26, der Pommern Express aus Bad. Hoffe, der Team-Captain davor. So, bleibt nur noch das große Finale mit Platz 1 bis 6. Hier gibt es für jeden Platz soweit Pokal. Also sozusagen alle Gewinner eigentlich schon in diesem großen Finale fahren. Fangen wir an mit Platz 6. Eine Zeit von 1:01:96. Der Dragon Club Rostock. Herzlichen Glückwunsch! Kommt nach vorne. Da hinten, ja. Bisschen mehr Applaus bitte, ja. Das ist das große Finale. Von Not und Böse gehen sind und das sind alles 1-0er Zeiten und besser. Auf Platz 5, Entschuldigung, die Zeit 1:00:88. Der Suarina aus Schwerin. Ich würde mal sagen, das war genau das Team. Ich quatsch mich hier um meinen Kragen. Ne? Ah, sie haben sich durchgesetzt. Sind sogar ans Finale gekommen. Aber ich sag mal, eure Gegner waren auch nicht schlecht, oder? Okay. Habt ihr schon euren Pokal? Achso, wir wollen ihn gar nicht haben. Keiner gewählt, dann kommen wir noch von vorne an. So, herzlichen Glückwunsch! Oh, vielen, vielen Dank! Was meint ihr so? Und bleibt so, wie ihr seid. So, weiter geht's mit Platz 4. Auch eine super Zeit. 1:00:42. Die Oscar Dragons. Herzlichen Glückwunsch, kommt das wohl. Holt euch einen Pokal. Ich schaff das nicht. So, wenn ihr euch um die Rüste kommt, euren Pokal.
herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch und Dankeschön für die guten Rennen, die ihr gefahren seid. Auf Platz 3, ebenfalls 1:00:28. Also die letzten drei sind in einer Minute, also alle gleichzeitig fast eingelaufen. Wahnsinnig spannend. Aber auf Platz 3 kommt ein Team, die sich Full Fighters nennen. Erinnert ihr euch noch, dass ihr unsere Stimmungskanonen von mir habt? In den Wettbewerb Pokaldeckel Hochwurf. Aber es kommen ja noch zwei Teams mal sehen. Ja, aber gucken, groß Anfall ist, ne? Auf jeden Fall haben die beiden ersten Plätze eine Zeit von unter einer Minute. Das ist wirklich verdammt gut. Ich nehme mal die Zeit von dem zweiten Platz. 59 Sekunden und 26. Jetzt wird's spannend. Also, mit dieser Zeit hat folgendes Team den zweiten Platz. Helios Kliniken! Herzlichen Glückwunsch! Kommt nach vorne. Und hoffentlich genauso viel Elan und Freude. Ich frage mich, wie die Zeit zustande kommt. Habt ihr keine Kerle mitgebracht? Ich meine, so, hat der eine gefahren? Das ist ja unglaublich. Kommen wir nun zum absoluten Hauptgewinner des heutigen Tages. Richtig, und ich weiß überhaupt nicht, wo die Mädels und Jungs diese Power hernehmen. Denn irgendwie treffen sie sich immer nur zum Wettkampf und trainieren nicht mal richtig. Da hinten ist schon der Team-Captain Peter Schmidt. Die Zeit für den ersten Platz, 58 Sekunden, 0,60. Lass es uns zusammen sagen. Die Richtung, kommt nach vorne. Okay.